Ja, hallo, ich bin Ole Pevkin, bin 26 Jahre alt und bin jetzt im Sommer nach Uerdingen gewechselt, spiele rechter Verteidiger oder auch Innenverteidiger. Blauer TV, heute Abend zum zweiten, wird langsam ein bisschen dunkler. Ich hoffe, wir können es auch gut erkennen. Der zweite im Bunde für heute Abend ist Ole Pevkin. Herzlich willkommen auch dir beim KFC Uerdingen. Danke, hallo. Ja, auch dich stelle ich kurz vor. Du bist 25 Jahre alt, vom SV Strahlen gewechselt. Bist schon 26? 26. Oh, guck mal, habe ich deinen Geburtstag verpasst? Ja, war jetzt im Sommer. Okay, Entschuldigung. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. 26, aber wenn man jünger gemacht wird, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ne? Bist vom SV Strahlen zu uns gewechselt. Hast im Seniorenbereich noch bei Ratingen gespielt, wenn ich es jetzt diesmal richtig recherchiert habe. Und sollst bei uns die rechten Verteidiger auskleiden. Zunächst so erstmal, denke ich mal, so vorgesehen. Zumindest habe ich dich da öfter spielen gesehen. Ja, ist richtig. Wie sind deine ersten Eindrücke vom Team, vom Verein, vom Trainer? Ja, macht Spaß bis jetzt mit den Jungs. Ich glaube, ist schon eine hohe Qualität im Training. Und ja, man hat ja irgendwie letzte Saison ein bisschen negative Schlagzeilen öfter gehabt, habe ich öfter mal gelesen, und ich kann eigentlich nichts Negatives momentan sagen. Ist echt super positive Stimmung, macht jeden Tag Bock, sage ich mal, mit den Jungs zu zocken, und ich hoffe, das geht so weiter. Ja, konnte man gerade auch hören, ne? Auch nach dem Training war die Stimmung schon ganz gut. Ja, muss ich sagen, also ist immer im Training oft ernst, sage ich mal, und da immer in diesen kurzen Pausen, dann wird es immer auch mal lustig und macht Spaß mit den Jungs, auf jeden Fall. Okay, jetzt muss ich mal auf mein Handy gucken. Ich habe da eine lange Liste von Spielern, die mal beim KFC gespielt haben, mit denen du zusammengespielt hast. Die ist ja endlos. Also das geht los mit Moses Lamidi, Kai Schwertfeger, Shun Terada, Kevin Weggen, Alexander Pranjes, Vedran Beric. So Leute, die auch noch aktuell in der Mannschaft sind. Maxi Funk, Robin Udekpe, Gianluca Rizzo. Hast du beim SV Strahlen noch zusammen mitgespielt. Ja, wie kam der Kontakt zum KFC zustande? Bist du mit einem von denen befreundet? Oder, ich sag mal, die Eingewöhnung fiel jetzt nicht ganz so schwer. Ein paar bekannte Gesichter waren ja dabei, ne? Ja, auf jeden Fall, sag ich mal so, das erste Mal in die Kabine zu kommen. Und dann habe ich direkt Rizzo, Max und Robin, mit denen habe ich also vor allen Dingen in Strahlen mehrere Jahre zusammengespielt. Und dann ist es natürlich, sag ich mal, für den Einstieg ein bisschen leichter. Und ja, sonst, also waren jetzt ganz schön viele Namen, hätte ich auch nicht so gedacht. Aber ist auf jeden Fall, sage ich mal, cooler, wenn man jetzt neu in eine Mannschaft kommt, da schon ein paar alte Gesichter zu sehen. Und ja, deswegen haben die es mir auch ein bisschen leichter gemacht. Hast du dich im Vorfeld auch bei dem einen oder anderen mal erkundigt, wie es hier so los, was hier so los ist? Ja, also man liest ja trotzdem relativ viel. Und mit besonders Max Funk bin ich viel im Austausch, ist ein guter Freund von mir, sage ich mal, durch die Strahlener Zeit. Und dann hat er schon immer erzählt, wann es gut lief, wann es mal schlecht lief, was mal Lustiges passiert ist oder so. Da war ich schon ganz gut im Austausch mit dem, ja. Und dann beschreib dich doch mal als Spieler. Also meistens habe ich dich als rechten Verteidiger gesehen. Ich glaube, Offensivdrang ist bei dir auch so ein bisschen drin. Bist du eher einer, der so das ganze Spiel Meter macht, oder eher defensiv geprägt? Ja, also war jetzt erstmal, denke ich mal, dass ich als rechter Verteidiger zum Einsatz komme. Kann auch als Innenverteidiger spielen. Habe ich auch viel die letzten Jahre gespielt. Sonst in erster Linie sehe ich mich schon erstmal dafür da, sag ich mal, meine Seite zuzumachen. Jetzt waren ja die letzten Spiele erstmal gegen klassentiefere Gegner, dann auch mal mit nach vorne würde ich gerne. Habe ich in letzter Zeit auch öfter mal gemacht, vor allen Dingen in dem letzten Jahr, sage ich mal. Aber ja, in erster Linie geht es halt für mich als Verteidiger darum, dass der Gegner kein Tor schießt. Ne? Ich habe in einem älteren Interview mit dir, so vor einem halben Jahr, gelesen, dass dein Vertrag ausläuft, aber in Strahlen noch keiner mit dir gesprochen hat. Ist das auch nicht passiert, oder kam der KFC dann der ganzen Sache zuvor? Ja, Markus hat dann Kontakt zu mir aufgenommen. Es gab Gespräche, sage ich mal, mit Strahlen. Ich habe mich allerdings dann, sage ich mal, für den KFC Uerdingen entschieden. Wir sind ja auch abgestiegen mit Strahlen, sprich wir spielen ja bald, sage ich mal, wieder gegen meinen alten Verein. Ja, weil ich mich ja einfach, ja,
ganz gut gefühlt habe, sage ich mal, von dem Umfeld her. War natürlich dann auch mal im Stadion und ist natürlich schon eine coole Kulisse. Ja, und deswegen habe ich mich, sage ich mal, für Uerdingen entschieden. Warst in Strahlen auch Führungsspieler, warst Kapitän. Jetzt haben wir mehrere Leute, die in ihren Vereinen Kapitän waren. Maurice Haar ist als Kapitän gekommen, Michael Blum war Kapitän. Dann haben wir hier noch unseren Leo Cardiata rumlaufen. Haben einige Spieler, die gerne so eine Position auskleiden würden. Gerade in der Abwehr haben wir sehr viel. Jetzt ist Kommunikation ja auch total wichtig. Einer muss ja ein bisschen den Ton angeben. Wie läuft das? Oder ist das ein Vorteil, dass alle eher auf der Schiene sind, oder kann das auch nach dem Motto viele Köche in den Breimar schief gehen? Ja, also war schon ganz richtig mit in Strahlen, weil da waren jetzt, sage ich mal, nicht so viele zur Auswahl letztes Jahr. Ich habe die Rolle angenommen. Ich spreche gerne viel, sage ich mal, vor allen Dingen mit meinen Abwehrkollegen, je nachdem, wie die Viererkette aussieht, oder mit den Jungs, die vor mir spielen. Ist allerdings jetzt nicht so, dass ich diese Rolle unbedingt einnehmen muss. Ich möchte auch erstmal, sage ich mal, jetzt meine Leistung zeigen. Und wenn das jemand anderes übernimmt, sage ich mal, eine Führungsrolle, dann bin ich damit auch einverstanden. Ich möchte einfach, sage ich mal, mit meiner Leistung erstmal zeigen, dass ich eine wichtige Rolle im Team einnehmen kann. In diesem besagten älteren Interview bist du auch als sehr meinungsstarker Spieler dargestellt worden. Ist das so? Sagst du schon mal, haust du auch schon mal auf den Putz intern, oder gehst du auch mal nach außen mit deiner Meinung, wenn du meinst, irgendwas müsste mal erzählt werden? Bist du schon mal als Interviewpartner gebucht nach den Spielen? Naja, also an sich würde ich schon eher sagen, dass ich relativ zurückhaltend bin. Was dann in der Mannschaft abläuft, das muss dann halt je nach Situation abhängig sein. Im Austausch mit den Jungs, im Austausch mit dem Trainer, da wird es natürlich auch mal in der Saison, sage ich mal, deutliche Worte werden da fallen. Aber sonst bin ich jetzt nicht, dass ich gerne zum Interview komme. Okay. Kommen wir nochmal zu Strahlen zurück. Da war es in der letzten Zeit ja auch nicht ganz so ruhig. Jetzt bist du, ihr seid abgestiegen, war auch schon mal ein bisschen unruhig, ihr habt mehrere Trainerwechsel da gehabt, konnte dann auch keine Konstanz mehr reinkommen. Jetzt der KFC ja in der letzten Zeit auch nicht gerade so für Ruhe bekannt. Ja. Wie wichtig ist dir das? Jetzt hat man das Gefühl, dass der KFC so ein bisschen in eine richtige Bahn geleitet wird von dem neuen Vorstand. Es ist Ruhe im Verein, du sagst, ihr habt Spaß beim Training, es läuft, auch wenn es hier und da mal zwickt, dass ihr ein bisschen tingeln müsst über die Trainingsplätze. Wie wichtig ist das für dich und welchen Eindruck hast du? Ja, also jetzt wir als Spieler merken, sage ich mal, von der Unruhe im Verein jetzt relativ wenig. Für uns ist es wichtig, dass wir, sage ich mal, unsere Leistung zeigen. Die Platzsituation ist natürlich so, wie sie ist. Das wird dann angenommen, das, sage ich mal, wusste jeder, bevor er hier einen Vertrag unterschrieben hat von den neuen Spielern. Natürlich ist es nicht optimal, aber das ist dann so und muss angenommen werden. Und alles andere probiert man dann auszublenden und, sage ich mal, seine Leistung zu zeigen. Wie gut ist die Abwehr so schon eingespielt? Ihr habt jetzt nochmal ein Testspiel am Wochenende gehabt. Ist eine völlig andere Abwehrformation aufgelaufen. Die werden wir mit Sicherheit, denke ich mal, nicht am ersten Spieltag sehen. Gab es dann auch direkt 4 Gegentore. Das Spiel davor am Rundweg ist einigen Fans auch ein bisschen zu gering ausgegangen. Merkt man direkt, dass ein bisschen etwas größere ist in so einem Verein, ne? Wenn nach 2 so Testspielen schon wieder ein bisschen Unruhe aufkommt. Wie ist der Stand der Abwehr? Was meinst du, wie gut ihr eigentlich schon eingespielt seid? Ihr habt ja auch ein bisschen Training und übt euch da ein bisschen. Ja, erstmal kann ich noch dazu sagen, dass ich glaube, in einem der ersten Testspiele wir uns warm gemacht haben und vom Warmmachen in die Kabine gehen und die Fans applaudieren bei einem Testspiel mit einer komplett neuen Mannschaft nach einer nicht so guten Saison, wie der Verein sich das vorgestellt hat, und dann ist es halt schon cool. Jetzt besonders in Strahlen waren halt nicht so viele Zuschauer, und jetzt in Testspielen, sage ich mal, so eine Wucht dann schon zu haben, und dann nach dem einen Spiel, was wir gegen Jong Utrecht gewonnen haben, war es auch echt cool, wie die Fans dann, sage ich mal, nochmal geklatscht haben, war echt cool. Das wollte ich nochmal so dazu sagen. Und was war die andere Frage? Jetzt muss ich selber nachgucken.
Wie wichtig dir ein ruhiges Umfeld im Verein? Ja, ist natürlich super wichtig, sage ich mal, dafür, dass die Mannschaft ihre Leistung zeigen kann. Und dann ging es natürlich noch um die Viererkette. Ne? Ich glaube, das ist noch relativ unabhängig, wer da spielen wird. Wichtig ist, dass wir alle zusammen eingespielt sind. Ich verstehe mich da mit allen gut. Ist jetzt irgendwie keiner, der heraussticht im negativen Sinne. Und die Jungs, mit denen ich jetzt zusammengespielt habe, in der Innenverteidigung oder vor mir, es läuft echt gut. Und natürlich hat man dann auch mal in einem Spiel, sage ich mal, nicht so viele Tore geschossen oder jetzt auch ein paar kassiert. Aber das passiert dann auch mal, wenn man viel durchwechselt, wenn die Intensität hoch ist, sage ich mal, vorher im Training. Ja, aber alles in allem bin ich momentan mit dem Stand der Vorbereitung so der gesamten Mannschaft ganz zufrieden. 97 regionalliga Einsätze hast du schon. Wie optimistisch bist du, dass du beim KFC die 100 machen kannst? Ja, ich hoffe doch. Also natürlich würde ich gerne für mich erstmal die 100 schaffen. Schade, dass es in den letzten Jahren nicht dazu gekommen ist. Aber ist jetzt auch nicht super wichtig. Ist eine schöne Randnotiz. Und wenn es dann beim KFC Uerdingen sein sollte, dann würde ich mich natürlich auch freuen darüber. Dann wollen wir auch von dir noch wissen, was du privat noch so treibst. Ich habe gelesen, also du wohnst in Strahlen und bist Student. Sportmarketing, glaube ich, oder? Sportmanagement. Werde da im Oktober höchstwahrscheinlich mit dem Master beginnen. Bin jetzt umgezogen aus Strahlen nach Duisburg. Dementsprechend ist es für mich auch eine noch mal ein bisschen stressigere Vorbereitung, weil es immer eine Fahrerei ist aus Strahlen, Duisburg, Krefeld. Aber ich hoffe, das meiste ist geschafft und jetzt sieht es wieder besser aus. Da fährst du ja dann die fährst einen etwas kleineren Anfahrtsweg. Okay, Lieblingsverein, hast du sowas auch? Boah, also nee, keinen besonderen, dass ich jetzt in der Bundesliga oder so nach. Ich bin Düsseldorfer und dazu schaue ich natürlich immer, wie die Fortuna spielt. Aber er ist kein Fan, das ist wichtig. Nein, nur mit einem Auge drauf. Okay, letzte Frage auch an dich, die ich allen stelle. Schon was vom Kalle gehört und ist das vielleicht was Erstrebenswertes? Ich habe das letzte Heimspiel, glaube ich, der letzten Saison gesehen. Und das ist ein Preis, glaube ich, der verliehen wird für den besten Spieler. Ist das richtig? Der Saison? Ja, also wäre natürlich schön, wenn man sowas gewinnen würde, klar. Aber wichtiger ist, sage ich mal, mir, dass wir die Ziele für unsere Mannschaft, sage ich mal, erreichen. Wenn dann was Persönliches dazukommen sollte, ja klar, würde ich auch ja sagen. Originalkalle, kennst du den auch schon? Nein. Okay, dann müssen wir ihn schnellstens mal hier beim Training einfliegen. Nach 5 Minuten weißt du, wer Kalle ist. Ja, alles klar. Okay. Dann danke ich auch dir fürs Interview. Spät geworden, komm gut nach Hause und verletzungsfrei. Alles Gute.